Hallihallo, herzlich willkommen. Ich habe schon mal das Büchlein in der Hand, um das es heute gehen soll. Es geht um John Gordon, der Zimmermann. Ein Buch, welches ein Wall Street Journal Bestseller war. Jetzt muss ich kurz gucken, in welchem Jahr das Buch veröffentlicht wurde. Das habe ich nämlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. 2016. Ich habe das, glaube ich, vor einem Jahr oder anderthalb gelesen. Habe das geschenkt bekommen von einem meiner Airbnb-Gäste, der mal bei mir zu Gast war. Und kann ich wirklich nur empfehlen, also Airbnb, fremde Leute in Anführungszeichen kennenlernen. Aber natürlich auch dieses Buch. Wobei, also ich sagte ja immer, ich stelle dir die Bücher vor, A, die ich natürlich gelesen habe, B, die ich irgendwie in irgendeiner Weise gut fand für die persönliche Weiterentwicklung. Und dieses Buch wird, glaube ich, grundsätzlich relativ kontrovers diskutiert. Ja, ich sage es direkt am Anfang, weil sich natürlich dieser Jesus-Vergleich irgendwie aufdrängt. Ich habe das Buch anders gelesen, auf einer anderen Ebene, und dazu dann gleich etwas mehr. Also vielleicht kurz zur Geschichte, worum geht's, ohne jetzt alles vorwegzunehmen. Die Hauptperson befindet sich sozusagen in einer schwierigen Situation, gesundheitlich und auch beruflich. Und in dieses Leben dieser Hauptperson, ich glaube Mike hieß er, kommt dann ein Zimmermann. Und dieser Zimmermann hat kreative, gute Ideen, jetzt auch nicht, der findet das Rad auf gut Deutsch gesagt auch nicht neu, aber hat, und deswegen habe ich sozusagen auch hiermit aufgenommen, hat durchaus Ansätze, Ideen, Ratschläge, wie auch immer du das nennen magst, dass du anfangen kannst, dein eigenes Leben zu reflektieren, dein eigenes Leben zu beleuchten und dir grundsätzliche Gedanken machen kannst über dich und deine Handlungsstrukturen und wie du dich verhältst und was du für wichtig erachtest und was du für erstrebenswert erachtest und so. Von daher wirft es zentrale oder gute Fragen auf. Wie gesagt, dieser Jesus-Vergleich jetzt für jemanden, der nicht traditionell irgendwie dem Christlichen oder irgendeiner Religion angehört. Aber ich habe das gar nicht so sehr wahrgenommen. Aber vielleicht besonders für die Menschen des christlichen Glaubens vielleicht nochmal besonders ansprechend. Ich weiß es nicht. Also, du siehst hier, es ist ein gar nicht so dickes Büchlein. Es hat 188 Seiten, beziehungsweise 180 Seiten mit geschriebenem Inhalt, ohne Inhaltsverzeichnis und Anhänge. Sicherlich relativ schnell zu lesen. Es ist einfach geschrieben, da bin ich sozusagen auch direkt bei der Lesbarkeit. Also Lesbarkeit würde ich sagen, wirklich 2 von 10 Sternen, 2, also 1 wieder immer ganz leicht, 10 total komplex geschrieben. Das ist einfach, das kann man weglesen. Das ist jetzt kein Thomas Mann oder ein Krishnamurti oder so, wo man nach jedem Satz denkt, oh Gott, habe ich den jetzt wirklich verstanden, sondern das ist eine einfach eingänglich geschrieben, deswegen 2 von 10 Sternen. Was die Komplexität der Inhalte anbelangt, ja, man darf ein bisschen nachdenken. Von daher gebe ich hier einen Stern mehr, 3 von 10 auf meiner Skala, was die Komplexität der vermittelten Inhalte anbelangt. Lesedauer habe ich schon gesagt. Ich denke mal, das kann man in der Woche gut durchlesen, je nachdem, wie viel Zeit du dir natürlich nehmen magst, aber es ist halt einfach überschaubar mit den 180 Seiten. Insgesamt, du weißt, diese kleinen Rezensionen von mir sollen immer nur mal ein Teaser sein. Insgesamt gebe ich diesem kurzweiligen Buch, was natürlich aus der Ratgeberliteratur kommt, es ist jetzt nicht so tiefgehend, wie ich das manchmal gerne habe. Deswegen von meiner Seite 4,5 von 10 Sternen für dieses kleine Buch von John Gordon, Der Zimmermann. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, wie dir dieses Buch gefallen hat.
Genau, auch wie dir die Rezension gefallen hat, was dir gefehlt hat, was du gut fandest. Ich freue mich da immer gerne drüber, über deine Kommentare und einen Daumen oben nach oben. Ja, gerne auch meinen Kanal abonnieren. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Mach's gut und viel Freude mit dem Buch. Tschüss.